Hallo und willkommen zurück zu Civilization 6, dem dieses Mal wohl letzten Teil. Hier werde ich jetzt einfach noch die Forschungen zu Ende führen. Ein bisschen mit dem Weltraum-Dingens. Ah, den können wir sogar zum Kampfbomber aufbessern. Mit dem Raumfahrtprojekt ein bisschen tun. Und dann entweder die Russen zerstören. Die Zukunft scheint weit weg zu sein, aber eigentlich beginnt sie genau jetzt. War schon abgeschlossen, ja. Da haben wir alles. Wir können auch einen Nuklearschlag auf den durchführen. Ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Aber es ist halt schon etwas dämlich, dass man, wie gesagt, nur die Projekte nacheinander bauen kann. Das gibt einem viel zu viel Zeit, andere Spieler noch militärisch zu zerstören. Mit Atomwaffen, gegen die man sich kaum wehren kann. Oder gar nicht. Das Ballett strahlt eine zerbrechliche Art von Stärke und eine gewisse unbeugsame Präzision aus. Wieder ein mehr. Ist geheilt. Null von sechs. Seltsam. Panzerabwehr. Ja, den Campus, den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ich baue mal ein Wohnviertel. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Bum, flubum. Das ist so nervig. Dann nehmen wir das nächste. Klassenkampf. Händler. Wir können auch weiter Wunder bauen. Auch wenn die wahrscheinlich nicht mehr fertig werden.
Da haben wir auch wieder einen mehr. Haben wir mittlerweile 10 über. Die sind schon ein bisschen bös. Kommt ja auch nicht vom Fleck. Einmaligen Kulturbund, dem Zehnfachen eurer Wissenschaft pro Runde entspricht. Der Klassenkampf führt notwendig zur Diktatur des Proletariats. Okay, damit können wir uns hier auch ja, sehr schnell durchboosten. Haben wir jetzt auch in 3 Runden alles. Damit können wir das nächste bauen. Ah, okay. Diese Mars-Sachen, die gehen dann gleichzeitig. Naja, ist das schon so. So, ich wollte das hier bitte ändern. Ne, die hatten keinen Raumhafen. Hatten die einen Raumhafen? Nee. Die hatten einen. Mars-Besiedlungs... Die brauchen 37 Runden dafür. Wir hatten aber noch irgendwo einen Raumhafen gebaut, oder nicht? Das da, okay. Eventuell können wir dort das etwas beschleunigen, indem wir den Wald abholzen. Also wahnsinnig viel zum Abholzen gibt es da nicht. ...39 Runden. Alter Falter. Zehn Runden bekommen wir den nächsten. Dann müssen wir mal gucken, was da als nächstes kommt.
Das ultimative Ende jeder Ideologie ist Totalitarismus. Mhm. Das nächste, Globalisierung. Eine Runde. Die sind am Sinken. Wieso sind die am Sinken? Einfach zu viel. Zu viel Bevölkerung mit zu wenig Nahrung. Da ist wieder was frei geworden. Vielleicht können wir irgendwie die Produktion noch verbessern. Handelszentrum und Hafenbezirk. Wo ist denn das andere mit der erhöhten Produktion? Das ist ja hier auch nicht drin, mit drin. Oder ist das rausgeflogen? Hm. Ich sehe es nicht. Ist dann anscheinend überholt. Das ist schon so ein bisschen blöd. Handelswege zur Stadt eines Verbündeten. Naja, ist, ja. Nö, da müssen wir jetzt irgendwas nehmen. So wichtig ist es, dass das Barbarencamp weg ist. Wenn ein Helikopter stirbt, ist es auch kein Drama. Was? Auf den Rambock? Aha. Das ist ja schon eine ziemlich üble Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teils Reichweite. Da müsste rechts rumfahren. Die Ach nee, es ist ein eingegrenztes Meer. Zu sein, aber eines Tages wird es keine Grenzen mehr geben, keine Flaggen und keine Länder. Und der einzige Pass wird das Herz sein. Ja. Verteidigung gegen Antiluft?
Gegen Landeinheiten, gegen Marineeinheiten, kann nach Angriff heilen. Plus 2 Reichweite. Naja gut, wenn das U-Boot weit genug nach da fährt, da rein, dann kann der auch die Bombe darüber schicken. Das hatte ich doch eben noch belegt. Jedes Forschungslabor, Militär, ja. Ach da, Nachbarschaftsbonus für Campus und Industriebezirk. Das ist das. Nehmen wir das. Wir haben auf einmal 232 Tourismus. Kultur. Aber das reicht natürlich immer noch bei weitem nicht. Da haben wir so ziemlich keine Chance gegen. Der fliegt zurück. Das heißt, man könne genauso wenig gegen Globalisierung argumentieren wie gegen die Gesetze der Schwerkraft. Wieder 9. Das war der gewährten Wissenschaft. Der ja jetzt ziemlich sinnlos ist. Düsenjäger. Was macht der? Ach so, ja. Den müssten wir dann mal... Ach so, Regenwald-Geländefeld. Naja. Boah. Ja, das reicht nicht. Ups, verklickt. Bam. Welche meiner bedeutenden Nichtigkeiten soll ich dir zuerst erzählen? Der Stadtstaat wurde zerstört von Barbaren. Okay. Da haben wir jetzt auch absolut alles. Anscheinend haben sie da noch nicht mal mehr eine Möglichkeit,
eingebaut, eine Zukunftstechnologie zu erforschen, sondern man muss dann die hier nochmal erforschen, was gar keinen Sinn ergibt. Na, der wird wahrscheinlich jetzt sterben. Oh. Da kam gerade eine Windows-Meldung, die etwas eklig laut war. Und dann nochmal. Der ist... Ah ne, hier ist sogar noch besser. Nee, gar nicht wahr. Das hier war noch optimal, oder? Als ich zum ersten Mal das Dach des Butala-Palastes betrat, fühlte ich mich wie niemals zuvor oder seitdem wieder, als hätte ich das Dach meiner selbst betreten. Eine Art Dimension des Bewusstseins, die ich noch nie zuvor besucht hatte. Mhm. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Da ist wieder was frei geworden. Ja. Ist jetzt auch Wumpe. Er lebt noch. Ja, der internationale Handel würde mehr bringen. Meiner. Reicht nicht ganz. Für Moskau würde es reichen. Kann der vielleicht da oben durchschwimmen? Es sieht ja danach aus. Wir brauchen hier immer noch 29 Runden. Was haben wir jetzt? Jeans. Ja. Eine Luxusressource zusätzlich. Das ist komplett sinnlos. Baut mal einen Hafen. Sehr schön. Es wird genau nichts bringen. Ein Traum ist un... Kaputt. Dumm, dumm.
Ein Traum ist unerlässlich. Aha, Lissabon. Ändern wir mal. Oh, da sind auch Barbaren. Die müssen da unten die Farmen reparieren. Terrakotta-Armee, bauen wir die auch noch. Einfach irgendwo hinschicken. So, die Thermonuklearwaffe haben wir jetzt auch. Wir können auch einfach beide Enden mal gucken. Da müssen wir aber noch 28 Runden durchklicken. Mal auf beide Weisen gewinnen. Indem ich kurz vor Ende dann nochmal lade. Oder einfach das Raumdingens abschließe. Und das dann umstelle dann nach dem Laden. Ich meine, normalerweise lade ich ja hier jetzt bei solchen Spielen nicht, aber passieren tut da ja sowieso nichts mehr. Die Runden gehen ja jetzt hier auch verhältnismäßig schnell vorwärts. Da ist wieder so ein... Es gibt 7 Weltwunder. Die Terrakotta-Armee ist das 8. Ein Traum ist unerlässlich. Bauen wir den auch noch. Bösen Russen. Eines Tages wird es keine Grenzen. Ja. Der bleibt da unten. Wir haben jetzt Promotions für alle.
25 Runden. Mal wieder einen neuen. Wir könnten auch, das mache ich gleich mal, die Handelsrouten umverlegen. Einfach irgendwas nehmen. Das kann man auch ganz gut verwenden, um einfach nur eine Heilung zu bekommen. Also dass man die Promotion quasi nicht verbraucht. Können wir auch mal upgraden. Also wenn die Heilung nicht verbraucht, sondern die Zukunft scheint weit weg. Nicht die Heilung. Die Promotion nicht verbraucht, sondern dass dann so lange mit der Einheit kämpft, bis sie beschädigt ist und sie dann heilt. So. Dass wir die jetzt dahin verfrachten, wenn sich was ergibt. Und damit dann weitere Produktion holen. Opernhaus von Sydney. Das wird zwar auch nicht mehr fertig. Egal. Industriegebiet. Boah. Wollen wir da hin? Ach, weil da schon eine... Moment. So. Ach. Butioli. Das ist in 4 Runden fertig. Das sind 12. Zu Kirche und Staat, Körper und Seele, Mensch und Gott sind alle eins auf Mont Saint-Michel. Und alle kämpfen sie, jeder auf seine Weise, oder sie halten füreinander Wache.
Ja. Die Skulptur gibt es, um den Menschen eines klarzumachen. Alles liegt in Gottes Händen. Die Zukunft scheint weit weg zu sein. Mhm. Ja, schön. Dann bauen wir weiter. Irgendeinen Krempel. Weil die anderen... Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, ist egal. Wir bauen auch noch einen Raumhafen hier. Ne, dann haben die keine Nahrung mehr. Wir können nichts mehr tun. Dann bauen wir eine Nuklearrakete. Wenn man nichts mehr zu tun hat, dann baut man Nuklearraketen. So, dann stehen bleiben. Du. Relocaten. Ist auf 17 Runden schon runter. Wahrscheinlich auch durch irgendwelche Factories, die fertig geworden sind oder so. Ja, verschieben. Nö. Dumm, dumm. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die zu... Jawohl. Ihr könnt noch Wohnungen brauchen, habe ich gehört. Den schicken wir auch darüber. Jetzt sind wir auf 12 runter. Weil die werden die hier jetzt sogar noch überholen. Ja, das war Modul 1. Museen stehen im Kampf um Kultur von Gut gegen Böse an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. Ja. Machen wir einen Hafen. Ja, damit sind sie jetzt auf 10 Runden runter und die anderen auf 8. Dann werden wir das hier mal gerade mit dem Wissenschaftssieg machen und danach die Russen töten, um das auch mal gemacht zu haben. Campus. Ja, natürlich baut einen Campus. Habt so ja was zu tun. Kraftwerk. Da haben wir nichts mehr. Nächste Runde. Ein Traum ist eines Tages. Ja.
Schrauben. Oh, wir haben Suzerain-Status verloren. Lissabon. Fertig. Noch 7 Runden. 5 Runden. Eureka für 3 Technologien des Atomzeitalters aus. Ja, Glückwunsch. Wohnviertel. Natürlich nichts gebracht. Das ist in 4 Runden fertig. Das sind 6 Runden. Wusch, wusch, wusch. Ein Traum ist unerlässlich. Ja, 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 ja. Wir sind immer noch hier mit Armbrustschützen unterwegs. Wir haben Atomwaffen. Den Tempel können wir noch bauen. Das ist ein Wunder. Mhm. Ach, der musste wahrscheinlich irgendwelche. Muss eine Religion gegründet haben. Okay, na ist egal. Drei Runden. Okay. Zwei Runden. Bim bim. Eine Runde, ist das fertig. Dann ein zweiter ist da. Die Zug, ich sollte auf den Turm neidisch sein. Er ist berühmter als ich. Ja. Die Zug, doch der Zorn von Huitzilopochtli war groß. Und als das Opfer die 4 Räume, die dem Sonnengott gewidmet waren, passierte, verschwand die Sonne oder erschien wieder am Himmel. Ja, Huitzilopochtli. Die Zukunft scheint weit weg. Okay. Große Persönlichkeit. Wir haben einen Admiral bekommen. Aha. Achtmal.
Eine Kriegsschiffeinheit mit einer Bevölkerungsstufe. Den sollten wir aber vielleicht irgendwo hinsetzen. Wo wir auch einen Hafen haben oder so. Andere Stadt transferieren geht gar nicht. Vielleicht muss man in die Stadt fahren. Toll, jetzt haben wir hier in unserem Supermeer ein Kriegsschiff. Na, Glückwunsch. Das ist kaputt. Na gut, in zwei Runden haben wir das. Dann werde ich jetzt hier erstmal speichern. Sind vor Ende oder Start Endwahl. Speichern. Nur drei Menschen haben mit einer einzigen Bewegung das Maracana zum Schweigen gebracht. Der Papst, Sinatra und ich. Die klugen Gelehrten in Oxford, die wissen, was man wissen kann. Doch niemand im Kreis nur halb so viel weiß wie der kluge Krötenmann. Ja. Ja, aufgestiegen. Jetzt funktioniert's. Ja. So, und damit haben wir den Forschungssieg errungen. Warum sind Barbaren? Ein Traum. Man sagt, dass wir erst gehen lernen müssen, ehe wir laufen können. Tatsache ist, dass wir einen kleinen Schritt taten, bevor wir größere unternahmen. Bald befreiten wir uns von den Fesseln der Erde. Jetzt segeln wir zwischen den Planeten. Ihr, großer Anführer, habt uns in den Himmel geführt. Und darüber hinaus. Ja, und geschafft. Das war der Wissenschaftssieg. Aber wenn man den nicht so, wie ich den jetzt gespielt habe, erreichen will, dann wird man den nicht erreichen. Also es ist wesentlich einfacher, einfach alle KIs kaputt zu machen. Selbst wenn man eine größere Anzahl von KI hätte, sollte das einfacher sein. Gut, kann man denn jetzt überhaupt sehen, wie viele Punkte wir bekommen haben? Wahrscheinlich Ivan der Schreckliche. Ja. Keine Ahnung, wo die Punkte hernehmen. Und unter Wiederholen haben wir jetzt hier unterschiedliche Statistiken. Glauben pro Runde. Ich glaube, wir hier alles andere dezimiert haben. Goldbilanz. Ja. Eingenommene Städte. Gebäude. Zirke. Gebaute Wunder. Na, gar nicht mal so viele Kämpfe. Krieger haben auch die Azteken mehr geführt.
Initiate kriege. Man hat leider kein Replay. Wissenschaft pro Runde. Ja, man kann ja eigentlich schon sehen, dass es ab da gegessen war. Ja, und damit wäre das dann auch soweit durch. Die KI stellt leider halt nicht die geringste Herausforderung dar und die Siege sind auch nicht miteinander gebalanced. Also, man kann auch im Endeffekt den Wissenschaftssieg und den Kultursieg nicht erreichen, wenn man nicht, also derjenige, der andere Fraktionen platt macht, hat auf jeden Fall deutlich bessere Chancen, diesen Siegen nachzukommen. Sich einfach auf einen Sieg zu konzentrieren und den anzupeilen, wird nicht funktionieren. Also man muss quasi alle, man muss die anderen angreifen, dadurch sein Reich vergrößern. Und dann ist es wahrscheinlich ein Schritt weg bis zum Eroberungssieg und zwei Schritte weg bis zu einem der anderen Siege. Und deshalb, ja, vielleicht Religionssieg, dass man den auch schneller, dass man den erreichen kann, ohne alle umzubringen. Aber gegen die KI wahrscheinlich nicht, weil das ist der einzige Punkt, wo die sich nicht so schlecht anstellt, dass die versucht, die anderen zu konvertieren, weil die halt ihre Boni da mitbringt. Aber ansonsten wird es immer auf Krieg und auf Eroberung rauslaufen. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal. Wir machen beim nächsten Mal halt da nochmal weiter an der Stelle, wo ich gespeichert hatte, und werden dann den Russen plätten und mal schauen, wie sich die Atomwaffen so äußern, wie, was die für Konsequenzen haben, und schauen wir mal an, wie dann ein Eroberungssieg aussieht. Bis zum nächsten Mal.